Die meisten von euch haben es sicherlich schon mitbekommen. Falls nicht, fasse ich es kurz zusammen. In Solingen soll eine Mutter 5 ihrer 6 Kinder betäubt und erstickt haben. Sie ist derzeit die einzige Verdächtige. Den 11-jährigen Sohn, welcher als einziges überlebt hat, da er zur Tatzeit in der Schule war, hat die Mutter später von der Schule abgeholt und zu seiner Großmutter gebracht, welche zuvor die Polizei alarmiert hat, da die Mutter noch davor ihr per WhatsApp schrieb, dass die Kinder tot sind und sie die Polizei rufen solle. Dieser Fall schockiert mich wirklich sehr. Aber was jetzt im Nachhinein die Bild-Zeitung und RTL gemacht haben, ist einfach abartig. Die Bild-Zeitung und RTL haben den Freund des Überlebenden aufgesucht und interviewt. Schamlos geben sie sein Gesicht und seinen Namen preis. Dazu haben sie Chatverläufe zwischen den zwei Jungs veröffentlicht und die Bild dazu noch angebliche Telefonatzitate. Das Skurrile: laut RTL gab es dieses Telefonat gar nicht. Dieses Verhalten von Bild und RTL ist menschenverachtend. Einfach abartig. Aber dass die Mutter des 12-Jährigen dem Interview auch noch zugestimmt hat, ist genauso schlimm. Dazu hat die Bild-Zeitung scheinbar einfach Telefonatzitate erfunden und nutzt die Situation auch noch aus, um mehr Geld zu verdienen. Denn der Artikel ist nur mit dem Bezahlabo Bild Plus verfügbar. Bei RTL ist der Artikel zwar kostenlos aufrufbar, aber das macht es auch nicht besser. Der Focus und News.de verbreiten dazu die Zitate weiter. Dieses Verhalten ist genauso menschenverachtend. Es grenzt schon an ein Wunder, dass der 11-Jährige sich in solch einer Situation jemandem anvertraut hat. Aber mit diesem Verhalten haben die Zeitungen dem Jungen nun komplett verschlossen und es wird ihm viel schwerer fallen, mit diesem Trauma klarzukommen. Diese Zeitungen gehören alle zum Axel Springer Verlag, zu dem auch Bild gehört. Hätte ich ein Abo bei einer dieser Zeitungen, würde ich es jetzt sofort kündigen.